Dieser Mann ist in der Kickbox-Szene gefürchtet wie kein Zweiter. Marcel Hunger aus Weitramsdorf bei Coburg. Weltmeister der Profis bis 65 Kilo. Sein Sparringspartner Günther Schönrock. Fünffacher Amateurweltmeister in der Klasse bis 85 Kilo. Der Trainer Harald Rögner aus Ebern. Seit mittlerweile 9 Jahren ist der heute 51-Jährige Deutschlands Kickbox-Nationaltrainer. Gemeinsam bereiten sich die drei auf das Event des Jahres vor. Am 11. April treten sowohl Marcel Hunger als auch Günther Schönrock zum WM-Kampf in Ebern an. Nach mittlerweile 4,5 Monaten harter Vorbereitung glaubt der Bundestrainer an seine Jungs. Wir hoffen, dass wir den Titel verteidigen bzw. den Titel holen. Marcel Hunger hält den Titel seit 2005. Es gab eigentlich nie eine Diskussion, als er den Titel geholt hat. Es war so eindeutig. Der Günther ist fünffacher Amateurweltmeister, ist erstmal in der Profischiene. Das ist ein Unterschied, das kennt jeder vom Boxen, ob ich jetzt 2 Runden kämpfe oder 10 oder 12. Ne? Amateure kämpfen 2 Runden, dann kommt der nächste Kampf. Da geht der Kampf über 7 Runden und das ist eine ganz andere Geschichte und dementsprechend eine große Herausforderung. Auch selbst mit der Erfahrung mit über 600 Kämpfen, was der Günther schon hat. Die letzten Tipps gibt der Nationaltrainer seinen Schützlingen in der Kampfsportschule Müller in Schweinfurt. Nicht zuletzt, weil sie für die Kickboxer die optimalen Rahmenbedingungen bereithält. Wir haben heute hier die optimale Möglichkeit in der Kampfsportschule Müller von Schweinfurt, durch den wir hier einen Boxring haben und im Boxring auch trainieren können, so wie es beim WM-Kampf in 2 Wochen auch ist oder in 2,5 Wochen. Ja, einfach um das in den richtigen Voraussetzungen nochmal zu haben, in einem fremden Milieu, mit fremden Leuten, damit die Aufregung alles wegen durchgespielt wird. Deswegen sind wir heute nochmal hier. Die Kampfsportschule in der Wilhelmstraße in Schweinfurt ist mittlerweile zur größten in ganz Deutschland herangewachsen. 650 Schüler lernen hier in 17 Schulen Disziplin, Respekt und natürlich Selbstverteidigung. Und vielleicht bekommt der ein oder andere hier in einigen Jahren auch die Chance auf den Kampf seines Lebens.